In Bratislava haben Anwohner gegen Pläne der populistischen Regierung demonstriert, die öffentlich-rechtlichen Sender zu übernehmen. Die Opposition warnte davor, dass die Änderungen der Regierung die volle Kontrolle über die öffentliche Rundfunkanstalt geben würden. Ministerpräsident Robert Fico, der für seine Tiraden gegen Journalisten bekannt ist, bezeichnete kürzlich einen großen Fernsehsender, zwei landesweite Zeitungen und eine Online-Nachrichtenwebsite als seine Feinde.